Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier noch auf dem schönen Chaos und erobern jetzt mal die Festung und töten anscheinend auch gleich den Anführer, weil er sich auch rumtümmelt. Mal gucken, ob wir gut durchkommen oder ob wir direkt mal wieder richtig auf die Fresse bekommen. Wahrscheinlich eher auf die Fresse bekommen, wie ich mich kenne. Eisern Weizenerd, okay. Die anderen haben irgendwie alle komische, ich sag mal, coole Namen und er heißt Weizenernter. Cool. Für ihn nicht so, aber für mich. Okay, ich sehe jetzt gerade niemanden mehr soweit. Vielleicht kommen wir ausnahmsweise mal durch, ohne dass mich irgendjemand entdeckt, der mich eigentlich gar nicht entdecken hätte sollen. Oder entdecken hätte können. Corresia. Der ist weg. Vorteil jetzt ist natürlich, wenn es keine Leichen mehr gibt, dann kann auch keine Leichen finden. Und keiner wird das Feuer auslösen. Also außer es löst halt irgendjemand trotzdem das Feuer aus, weil er sich so denkt, jo, warum nicht? Aber nee, wahrscheinlich passiert das nicht. Es könnte nur sein, dass... Oh Gott, ist das der Polemarch? Ich glaube, das ist der Polemarch. Weil er sieht ein bisschen größer als die anderen. Aber es kann auch sein, dass er einfach nur Befehlshaber ist. Können wir es irgendwie sehen? Ja, was wollte ich noch sagen zu dem Ding hier? Ich habe gar keine Ahnung, Das könnte nur sein, wenn ich jemanden Bogen töte, das wollte ich sagen. Dann könnte es vielleicht sein. Weil dann sind die ja nicht weg, die Gegner, weil das sind nur, wenn ich Attentat mache. Damit fülle ich mein Adrenalin komplett auf. Okay. Also du hast ja komplett auf jeden Fall zwei Striche und selbst das ist schon viel, finde ich persönlich. Was ist mit dir? Warum ist jetzt golden? Was vorhin? Ah, nee. Ich habe keine Ahnung. Also weiß sind die anscheinend so auf der Karte einfach nur, wenn sie neutral sind. Rot sind sie, wenn sie mich angreifen wollen. Macht ja irgendwo Sinn. Ja, aber ich weiß nicht, wieso dann die jetzt golden sind. Also vielleicht um darzustellen, dass sie schwere Gegner sind. Keine Ahnung, wer da pfeift. Komm mal, guck nach. Problem ist halt, ich muss halt beim Attentat hinieren, direkt immer die Gegner ran. Manchmal ist es halt blöd, weil den hier hätte ich wahrscheinlich lieber hier ausgeschaltet mit dem Bogen. Aber ja, hat nicht ganz geklappt. Also, dann hätte ich halt nicht meinen... Ihr verschwindet alle Move gehabt, sondern hätte ich irgendwie dafür sorgen müssen, dass niemand ihn findet. Oder einfach alle vorher töten. Wäre gefährlich gewesen. So, für den Notfall ist die Falle gelegt, das ist perfekt. Bei diesen Inseln finde ich es halt blöd, dass man gefühlt den Start gar nicht richtig schwächen kann. Weil halt die Leute immer sofort, also die sind hier halt immer in den Festungen. Und ansonsten hast du halt keine Möglichkeit, irgendwie den Start vorher zu schwächen, dass die Leute weg sind. Bist du ein Polemarch oder bist du ein Normaler? Ich glaube, du bist normal, aber ich kann mich das hier irren. Vielleicht bevor ich ihn abstecke, einmal gucken, ob irgendjemand ihn sehen könnte. Oder mich sehen könnte, während ich... Okay, der ist zu stark aktuell. Wie zum Beispiel den ich nicht gesehen habe. Ich hoffe, der sieht mich nicht auch noch. Okay, du bist ein Stifter, warum auch immer. Mit dem Schwert. Oh, ich kann mit dem Schwert. Ich dachte, ich kann mit meinen Dolchen. Vorsicht!
du dir nicht will. Okay, aber ihr habt mich nicht gesehen. Also kein Alarm, oder? Nur die drei Leute hier. Klar ist meine heimliche Killserie natürlich weg, aber scheiß drauf. Ich glaube, du bist hier in der Deckung. Du wahrscheinlich auch relativ. Okay, das ist nicht so gut. Hoffentlich folgt er ihm nicht. Okay, er zieht sein Schwert auf jeden Fall. Okay. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ich könnte natürlich versuchen, das Geld zu klauen hier. Vielleicht besteht dann die Chance, dass ich... Junge, sind hier viele Leute, die ich vorhin nicht markiert hatte. Ja, wenn ich das Geld hier klaue, dann könnte vielleicht sein, dass ich hier doch noch die Leute wegbekomme von dem Anführer. Muss ich nur wie hier reinkommen, weil das Problem ist, der guckt ja gerade hin. Bin nicht so gut, aber das ging ja ganz gut soweit. Ja, schon besser nach, Freund. Aber ich komme ja auch nicht anders rein, ne? Den hätte ich vorher ausschalten sollen dafür. Okay, auf dem Rückweg hat er mich nicht gesehen. Interessant. Ich mag es nicht, wie viel die sich hier gerade bewegen. Warum rennt der eine so mal weg? Langsam schleichen. Leider muss ich den kritten. Den könnte ich theoretisch mit einem Fernkampf Hinspringattentat töten, aber will ich nicht. Wir haben jetzt schon wieder 7 Minuten verbraucht. Gefühlt habe ich gerade erst angefangen. Aber naja. Okay, der ist schon wieder so, dass ich nicht töten kann. Wieder eine vorher. Es ist angreifbar. Das sehe ich aktuell nicht. Also vorher war der auch schon angreifbar, weil... Man kann die Leute einfach totprügeln. Oder heißt es einfach nur, dass er aus seiner Festung raus ist, aus seinem Ort? Ich muss sagen, jetzt mache ich gerade den Stealth-Part ziemlich gut. Klar nicht perfekt, aber ziemlich gut. Hatte ich noch ein offenes Ostragon-Rätsel? Ich glaube nicht. Ist mal wieder nach einer Aufnahmesession, also die nächste, neue, sage ich mal. Da weiß ich gerade nicht mehr so ganz, was alles Sache ist. Nur noch so grob, ich wusste, dass ich die Feste machen will. Es scheint gerade so, als würde ich die meisten Leute schon getötet haben. Bist du ein Polemarch oder bist du ein Befehlshaber? Du hast nur Fehlzauber, der Polemarch lebt immer noch. Das ist nicht so gut. Ich frage, wo der Polemarch ist. Ist das der Chef hier oder? Also der Anführer des Ortes, Landes, Gebietes? Ne, wenn da ist es, glaube ich, schon das. Kann man Land sagen? Also die Insel hier. Ich würde sagen, Land ist das passendere Wort dafür. Oh, danke für nichts. Also Eisen und ja, das andere Zeug habe ich halt wirklich genug. Ihr müsst ja nicht überleben und ihr seid ja auch kein Zivilist. Also ihr seid einfach nur Leute, die ich so befreie. Okay, da oben ist der Polemarch. Dann muss ich noch den... Was waren das hier? Kriegsvorräte, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich bekomme. Habe ich gar nicht drauf geachtet.
Oh, hier muss ich die Kriegsfreiheit noch abfackeln. Und dann bin ich, glaube ich, auch fertig. Besuch den Polemarchen. Oder habe ich noch einen Schatz, den ich mitnehmen muss? Oh, wie blöd ist mir, die Schätze mitnehmen muss, weil es ist halt eher so eine Sache, die man so nebenbei, also so, die man so freiwillig machen könnte. Die bringt ja eigentlich dem Spiel so, okay, da oben ist noch ein Schatz, bringt dem Spiel Lord technisch nichts. Sondern ist eher so dafür da, dass das, ja, mir was bringt, so. Ja, Items und Quatsch halt. Ist halt nur ein Vorteil für mich. Ich glaube, den nehme ich mal mit und gucken mal, was da passiert. Ich habe X gedrückt, aber die wollte man ja nicht. Weil ich in der Animation gefangen war. Okay, da dachte ich nicht, dass du mich so weit angreift. Und wieder mal X gedrückt, das habe ich jetzt nicht gemacht, da war ich zu langsam, das sehe ich ein. Okay, da habe ich nämlich nicht damit gerechnet, dass er mich direkt angreift. Also einen Schlag noch und dann einmal wegheaten. Und gucken wir, ob er sich lohnt. Oh, den nehmen wir mit. Geh zum Hafen. Ein Mann namens Barnabas heuert Seeleute für mein Schiff an. Und was weiter noch zum Markieren? Okay, da ist noch eine Person, da auch noch. Freunde, seid ihr einfach irgendwelche random Spartaner? Okay, das haben wir auf jeden Fall getan. Wo ist denn der Anführer von dem Örtchen hier? Kann ich auch mal legen. Können wir auch gleich den Ort hier erobern für Sparta. Hoffentlich läuft er jetzt da allein lang und nicht mit seinen ganzen Gefolgsleuten. Nehmen wir schwer wieder in die Hand. Wenn ich ein bisschen mehr Reichweite habe. Weil Dolche sind doch ein wenig kurz. Also das hätte man wirklich besser machen können, dass man hier einfach schneller ist. So, jetzt hier, das Ganze. Ich war halt nicht in irgendeiner Stadt oder so, ich bin halt in der Nähe der Festung gewesen. Okay, ich meine, das ist nicht mehr so eine Elise, sondern einfach nur ein paar Buben. Okay, ich habe eigentlich erwartet, dass er direkt stirbt. Okay, und die Eroberungsschlacht ist irgendwo oben, oder was? Okay, die ist da. Haben wir noch was zu tun hier? Also bevor ich die erobere, gucke ich nochmal die Insel einfach an. Weil, ist ja egal, was ich mache, weil so muss ich da nicht unbedingt wieder Spartas Einfluss verringern, indem ich alle Spartaner töte, die ich finde. Sondern kann einfach jetzt Athena töten. Und hier ist man wieder extrem langsam. Was echt nervig ist. Es könnte vielleicht sein, dass das hier irgendwie zu aufwendig ist, für das Spiel zu rendern. Weiß ich nicht. Dass man dann hier lieber langsam durchreitet. Hier ist nochmal ein Dock, wo wir anlegen hätten können. Also hier kann man, also man kann an der Insel an drei Orten, glaube ich, anlegen. Mindestens. Echt eine ganze Menge. Okay, und hier geht es nicht weiter. Aber hier können wir jetzt wieder schnell reiten. Gar keine Ahnung, wieso das mal so ist. Na, piss dich bloß, Mistvieh. Gar keinen Bock auf dich. Aber da habe ich Bock. Holz ist richtig und wichtig. Also eigentlich ist eher gerade Geld richtig und wichtig. Holz ist eher so nebensächlich. Ich kaufe es nicht verfügbar. Aber ganz ehrlich, wie kann dieses Vieh mich so lange verfolgen? Mistvieh. Okay, da ist einfach keine Person, sondern ein Skelett. Da haben wir dann wahrscheinlich noch eine Löwenhöhle. Jetzt haben wir da vorne auch eine Schatzkammer und da ist noch mal looten einfach. Ich finde
die gerne alle ausschalten, aber so schwer Doggos, die ich eigentlich töten würde, obwohl ich glaube, es sind Wölfe, also von daher ist es eigentlich auch egal. Wölfe, ne? Kann ich hier einfach jeden. Ich hätte vielleicht die andere eher jeden sollen. Wäre klüger gewesen. Ich habe ja gerade nicht die beste Position zu fighten, weil ich hier ziemlich eingeengt bin. Aber naja, es hat ja gut geklappt alles. Wo habe ich den getötet, die Anführerin? Die war doch irgendwo hier oder nicht? Da habe ich hier schon gerade mitgelootet. Ja, müsste hier gewesen sein. Die andere habe ich dann eine Ecke kaputt geprügelt. Okay, aber haben wir gemacht. Dann können wir nochmal hier den Alpha. Ist ein Wolf oder ein Löwe? Ich glaube, das ist ein Löwe, ne? Das sieht hier gerade sehr schön aus. Das fühle ich sehr. Knurrhöhle, okay. Schöner Name. Armer Löwe. Ich wollte dich eigentlich gar nicht töten, aber ich musste. Brustplatte des Ares. Okay, also eigentlich kann ich diese Ares-Dinger wegschmeißen, weil ich habe davon so viele schon. Also hier ist das zweite erst. Also ich habe nicht wirklich viele. Aber trotzdem, die muss ich nicht unbedingt behalten. Die sind nicht Legendary. Ich glaube, alle Legendary-Sachen, die kann ich sowieso nicht zerstören, weil die brauche ich halt. Aber die sind halt. Also Set-Geschenke gehen halt irgendwie nicht legendäre. In Origins ging das ja noch. Finde ich eigentlich ganz okay, wenn man selbst entscheiden kann, ob man behalten will. Aber hier hat man halt begrenzten Lagerplatz. Da finde ich es halt komisch, dass man die zerstören kann. Verdammter Garten des Bacchiledes. Bacchiledes oder sowas. Da gibt man her den ganzen Müll. Das wollte ich ja gar nicht. Kann noch kurz vor die Küste. Hier ist gar kein Bötchen, ne? Okay. Hier haben die erst so ein paar Leute angekettet. Ist ja auch nicht so nett. Untergegangener Minoischer Palast. Ach Gott, da sind wieder Haie. Geil. Es gibt nichts besseres als Haie im Spiel. Hier muss ich höher oder niedriger zielen? Ich bin mir nicht sicher. Also ich verstehe nicht so, wie ich zielen soll. Und es hilft auch nicht, dass ich hier gerade voll im Wasser bin. Und dann immer wieder hoch und runter geschmissen werde. Okay, das klappt irgendwie alles nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Das ist so gar nicht. Warte mal, funktioniert das? Nein, das funktioniert absolut nicht. Cool. Vielleicht mit ein bisschen Glück sehen ihn hier aber nicht. Doch, die sehen mich. Leider. Na gut, da geht's mal wieder nicht durch. Schöner untergegangener Palast auf jeden Fall. Ich sehe halt legit gerade nicht so viel. Banditenbogen, cool. Was? Ich brauche eine Kiste, einen Schlüssel, um die Kiste aufzumachen? Ist das irgendein Questgegenstand? Okay, bisher sehen die mich nicht, das ist ganz gut. Natürlich sehen die mich erst am Ende noch. Aber jetzt haben die schon wieder verloren anscheinend.
Okay, irgendwie klemmt mein Pfeil gerade in meine Hand. Was glaube ich nicht so sein sollte. Okay, ist nicht mehr zum Glück. Okay, gucken wir mal kurz, was wir noch zu tun haben. Pass mich vorbei. Wir haben noch zu tun auf dieser Insel. Das hier. Und die Insel erobern. Das war's. Das machen wir im nächsten Part. Wir gehen dann hier rüber und dann gehen wir in die Eroberungsschlacht. Und falls das mit einer Quest zusammenhängt, muss ich mal gucken, wann ich das bekomme. Dann würde ich erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hol rein, ciao.